Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Medieval 2 Total War. Ja, ihr habt richtig gesehen und ihr seht richtig, es ist mal wieder Freitag, es ist mal wieder diese Bar und Wer redet euch? wir sind wieder da, wie wunderbar. Ha, Schüttelreime, Beste. Vernichtet Ja, das so? wir sind also wieder wunderschön und reich von Byzanz und Weg, unterwegs. stellt euch mir weit. Gegen die Kreuzfahrerstaaten zu Felde zu ziehen, beziehungsweise hier im Norden uns erstmal zu verschanzen und abzuwarten, wie es Das mit den werdet Mongolen weitergeht. euch. Im Süden werden wir dann weiter vorstoßen hier, also Befehle? mit den Ihr werdet Jerusalemern meinen und ehrenhaften Charakter zusammen, nicht nicht kaputt Jerusalemern kriegen. hier, wie heißt hier nochmal? Doch, Königreich Jerusalem. Die ausschalten, das bedeutet also hier mit dieser Armee demnächst dann mal Askalon angreifen, ihre Zitadelle Befehle? mit dieser Armee. Obwohl, das ist die Reiterarmee. Das ist natürlich schwierig, damit eine Zitadelle anzugreifen. Vielleicht sollten wir die beiden Armeen hier Befehle? einfach mal austauschen. Ja? Das bedeutet, dass wir mit dieser Armee hier gegen die anderen zu Felde ziehen und mit dieser Armee hier Was mal wünscht eine ihr Stadt euch? stürmen. Klingt eigentlich besser, wa? Ich glaube, dann machen wir das auch so. Wundervoll, direkt am Anfang des Parts mal beim Trinken. Halben Tisch übergossen. Perfekt, dann würde ich mal sagen, wir können die Runde beenden. Denn viel ist nicht mehr zu erledigen, außer diese Armee da runterzuziehen. Die ist aber schon automatisch natürlich unterwegs. Da ist ein Jerusalemer Spion unterwegs. Und da sind die beiden Jerusalemer Armeen jetzt vereint gewesen, was wir gerade sehen konnten. Eigentlich wollte ich sie ja getrennt voneinander angreifen. Leider haben sie es natürlich genau so hingekriegt, dass sie sich jetzt gegenseitig unterstützen können. Was natürlich ein bisschen blöd für uns ist. So, Tebris, die Kaufmannsgilde. Ja, bau den Scheiß meinetwegen da rein. Dann haben wir natürlich einen Agent im Lager der Bene Hilal entdeckt. Finde ich sehr schön. Dann kriegst du nämlich hier nochmal einen Spion und einen Attentäter. Und dann ist es gut. Ah, sehr schön. Sie Endlich sind muss also es doch mir nicht eine vereint. Wir Ehre können die sein, Armeen euch also zu gleich besiegen, edler getrennt Knight. voneinander besiegen, nachdem wir uns erstmal um unseren anderen Rotz gekümmert haben. Zum Beispiel haben wir in Sinop das Aquädukt fertiggestellt. Yay! Und müssen jetzt natürlich irgendwas bauen, um unsere Zufriedenheit hochzupushen. Dann in Rhodos die Waffenkammer endlich fertiggestellt. Finde ich auch sehr schön. Das bedeutet, du bekommst jetzt die königlichen Ställe. Also von Rhodos aus können wir auch demnächst dann endlich richtig gut Eure loslegen. Befehle? An der Stelle würde ich ganz gerne mal Greift eine auf der Feuerzeichen an! Antiochia-Flotten besiegen. Perfekt. Unsere Flotte war siegreich! Und dann Ja, mein können Herr! wir auch Eure unsere Befehle? Flotte hier nach Ja, mein Herr! Osten Eure schicken Segel! und Ja, euch mein würde ich Herr! ganz gerne mal anweisen, hier irgendwie einen Hafen zu blockieren. Am besten Eure den Flotte von ist Akron, da können wir blockiert! nämlich ganz gut was sehen. Jo, ansonsten Theodosiopolis mit den öffentlichen Bädern darf natürlich auch nicht vergessen werden. Das bekommt nämlich von uns jetzt die Taverne. Und Eure Befehle, eure dann Segel. ja, müssen wir ihn auch Das Limassol verstehst hier du nicht, belagern. Herr. Genau, Mein Herr, wunderbar. sollen Wird wir Ihnen belagert, etwas dann in einer zugestehen? Runde gestürmt oder Früher sowas oder oder später werden ausgehungert. sie Werden wir sehen, was aufgeben. wir machen damit genau. Wann sollen wir die Mauern anpolen, Dann haben sonst wir hier noch wieder? einige Mein Herr, Spione ich unterwegs. werde Die den müssen Boden natürlich hier ein trotzdem bisschen das erhalten, Jerusalemer Land aufdecken. wie ihr wünscht. Ja? Wie gerade Ja, mein Herr, angekündigt, geht ihr jetzt wir werden auf für dich die was tun. Armee los und ihr geht auf Askalon Ja, stattdessen los. Oh Gott, aufstellen zum Askalon Kampf! ist gut Heute gesichert. können wir nicht weiter marschieren. Das werden wir aushungern. Das Und hier würde Problem, ich ganz wie gerne lautet sein Herr? 18% Wen? das einfach mal riskieren. Hoffen wir, dass es klappt. Bei meinem Glück stirbt auch dieser Attentäter mal wieder. Er schafft zumindest schon mal nicht, aber er entkommt. Immerhin. Immerhin entkommt er. Das ist doch schon mal, naja, wenigstens etwas. Wir müssen halt nur noch mal schauen. Was soll ich Okay. loswerden, mein Ja, Herr? Merkmal verloren, Mietmüller, natürlich, das Verzeihen. heißt, er ist noch schlechter geworden. Mein Herr. Du mich auch, Spiel. Du mich auch. Okay. Wir haben wieder mal einige Bist du Kaufleute bereit, hier Sovereign? angeheuert. Weiter Ups. gehe ich heute nicht. Dich wollte Denk ich mir eigentlich an den gerade Herrn. einsetzen, den hier Ich bin aufzukaufen, bereit aber zu okay. handeln. Ich bin bereit zu handeln. Dann nehmen wir einen anderen Ich Kaufmann. bin Haben doch ein Gottes paar Diener. rekrutiert. Nein, haben wir nicht. Wir haben nur einen einzigen rekrutiert. Okay. Aber Romulus hat die Kaufmannsgilde. Ja, hat es. Immerhin, also kriegst du noch einen Kaufmann. Sehr schön. Jo, dann würde ich mal sagen,
Wer hat euch enttäuscht? Aber sicher. Ja. Scheiße, ich habe das blöde Gefühl, dass wir das Lager hier unten demnächst verlieren werden. Wir rekrutieren mal einfach so viel Sperrmiliz, wie wir können, aber sieht schlecht aus für uns da. Versuchen wir es also mal jetzt mit dem Anführer des Königreichs Jerusalem aufzunehmen. Immerhin kämpft unser bester General gegen sie, also hier, ne? Auf dem Schlachtfeld geschieht stets sein Wille, er ist ein wahrer Meister der Kriegsführung. Wie sieht es danach aus? Er ist so sicher und entschlossen als Befehlshaber, er könnte eine tobende Beute ein ganzes Reich erobern. Eine tobende Beute ein ganzes Reich erobern lassen. Während der König Jerusalem, der König Samuel, nicht gerade der beste General ist, allerdings in dem Fall, glaube ich, die besseren Tropen zu Felde führt. Das bedeutet, wir werden sehen, wer das Ganze hier gewinnen kann. Und legen dann einfach mal los. Nachtangriff? Nachtangriff. Sie werden bedauern, dass sie nicht geflohen sind. Tötet sie, Männer! So. Und dann werden wir jetzt mal sehen, wie die erste Schlachtfeldbegegnung zwischen dem Königreich Jerusalem und dem Kaiserreich Byzanz ausgehen wird. Die meisten von euch können sich das wahrscheinlich schon denken, denn wir sind... Ach, kommt schon, wir sind mitten in der Wüste. Ihr wollt mich doch verarschen, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich kriege hier immer die dämlichsten Schlachtfelder von allen ab, ne? Wir sind mitten in der Wüste. Also bitte. Geil. Also von hier unten kommen wir nicht runter. Das heißt, wir müssen unsere gesamte Armee hier hinten einquetschen. Na, mal schauen. Okay, erstmal alles zurückziehen, bitte. An Arsch der Welt gesetzt. Dankeschön. Infanterie. Haben wir zwei sudanesische Schwertkämpfer. Stammesangehörige, meine ich natürlich. Das bedeutet quasi nichts. Auch wenn die natürlich vom Angriff her ziemlich gut sind. Von der Verteidigung oder Moral kannst du die Typen halt vergessen. Wir setzen sie halt ein bisschen als Infanterie ein, aber eigentlich können wir sie zurückziehen. Und hier hinten irgendwie positionieren. Oder ich würde sie einfach machen. Doch, wir nehmen sie mal nach vorne. Und setzen sie trotz allem ein. Dann haben wir hier noch unsere zwei Generäle. Unseren einen Hauptgeneral und natürlich unseren kleinen Nebengeneral, den, ja, der das Land so ein bisschen kennt, ne? Das war, glaube ich, einer, den wir befördert haben mal. Nach einer besonderen Schlacht. Der, oder nee, den haben wir gekauft, glaube ich. Genau, den hat einer unserer Diplomaten gekauft. Ach ja, genau, da war ja was. Ja. Und dann haben wir natürlich noch unsere ganzen Fernkämpfer. Die wahrscheinlich ausschlaggebend sein werden in dieser Schlacht. Haben wir Fernkämpfer vergessen? Nein, haben wir nicht vergessen. Sehr schön. Jo. Manchmal wünschte ich mir ja wirklich diese, dass wir hier im Medleyville diese Gruppen hätten. Diese leichten Gruppen und sowas. Aber egal, ich werde einfach jetzt mal endlich mal ausnahmsweise vielleicht ein bisschen mit Pause arbeiten müssen. Aber ansonsten können wir die Schlacht auch einfach mal starten. Und loslegen. Jo, natürlich könnt ihr hier sehen, der Feind hat die wesentlich bessere Position. Aber ja, wir können trotzdem halt mal versuchen, ihn auszuschalten. So, hier wie gesagt, versuchen wir eben mit unserem Plänkel-Kavalleristen zu erledigen. Ihr seid alle im Plänkel-Modus, hoffe ich mal. Ja, okay. Sehr gut. Ah, da wieder mal ein Vollschuss, Volltreffer. Das war eigentlich klar. Die haben ja irgendwie Aimbot drin, die KIs. Ist ja immer so. Aber okay. Genau, ihr versucht mal um den Gegner herumzureiten ein bisschen. Und ihr versucht mal den Gegner anzustürmen. Und ihr versucht das ebenfalls mal. Okay, und dann hoffen wir, dass es klappen wird.
Ja, mal schauen. Ihr reitet dort lang und, ja, okay, ihr versucht beide auf sie zu schießen, während ihr hier versucht rumzurennen, um die feindliche Artillerie auszuschalten. Ansonsten versucht ihr hier noch weiter vorzustürmen, um die feindlichen Truppen auszuschalten. Nein, das sind Sergeants. Nicht reinfallen, nicht drauf reinfallen, das sind Speerträger. Okay. Wie sieht's hier aus? Gewinnen wir hier? Zum Glück gehen diese Ritter nicht rein. Genau, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier vorstürmen. Und die anderen Krieger erledigen. Oh fuck, da haben wir uns ein paar Ritter angegriffen. Und ein bisschen verarschen können. Oh, diese scheiß Kanonen, ne? Aber okay. Greift hier mal an und ihr geht hier in den Nahkampf. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. So. Dann mal bitte in die fränkischen Axtkämpfer hier drüben rein. Und ihr greift alle zusammen jetzt mal bitte diese Ritter von Tripolis an. Dankeschön. Okay. Dann an der Stelle haben wir den Tribuchier wahrscheinlich ausgeschaltet. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben natürlich ein Viertel unserer Streitmacht verloren, allerdings ist es dann noch akzeptabel, würde ich mal sagen. Hier ist natürlich gerade das große Problem, dass der feindliche General ziemlich lange durchhält. Ach, ihr solltet ihr doch angreifen, die Sergeants. Scheiße. Jetzt vernehmen wir hier eine ganze Einheit. Nee, was? Ach, ihr kämpft nicht ordentlich. Na super. Das schon wieder. Ich es liebe. Der feindliche König wurde erschlagen. Nice. Ein würdiger Gegner, aber dennoch tot. Nice. Okay, dann haben wir sie eingekesselt. Ihr reitet sie am besten nieder. Ihr tötet sie. Ich würde mal sagen, die ganzen Fernkämpfe hören auf automatisch zu feuern. Und fang jetzt mal an, ordentlich hier zu kämpfen. Okay. Die feindliche Generalseinheit ist damit schon mal tot. Zum Glück. Es ist nur noch die versprenkelten Überreste des feindlichen Heeres erledigen. Das sollte eigentlich klappen. Du machst den Tribuchier hier mal platt. Okay, dann haben wir es, glaube ich. Wie gesagt, die Einheit hier wird automatisch aufgelöst, weil der General ja tot ist. Da gibt's ja keinen Zweck mehr, dass sie überhaupt noch überlebt. Hier haben wir eine Einheit komplett verloren quasi. Ja, hier. Unsere Kvarzimi-Kavallerie ist komplett im Arsch. Generell unsere Nahkampf-Kavallerie ist komplett im Arsch. Ich sehe keine einzige Einheit mehr, die man noch benutzen kann. Geil. Ja, das heißt, wir verlegen uns jetzt immer weiter auf Plänkel-Kavallerie in diesem Kampf hier. Wir haben nämlich noch eine Armee natürlich, der Jerusalemer zu erledigen. Und ob wir die nochmal besiegen können nach den hohen Verlusten, nach den wichtigen Verlusten, kann ich leider nicht sagen. Wir verlassen jetzt mal die Schlacht. Das ist ein klarer Sieg, wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. 30 Leute sind verbleibend, okay, immerhin. Das heißt, wahrscheinlich ist die Armee tot. Werden wir mal sehen. Hinrichten. Jo, haben wir das also schon mal erledigt. Ah, hier sind sogar noch einige Quasimbi übrig. Und die Armee ist vielleicht gar nicht mal so stark. Das heißt, ich würde es tatsächlich darauf anlegen hier an der Stelle. Ihr könnt jetzt diese Länder überblicken. Und mich vielleicht einfach mal eine bessere Position stellen. Ungefähr hier so. Und dann hoffen, dass sie uns angreifen und einen kleinen Angriff provozieren. Sehr schön, okay. Dann haben wir nämlich langsam irgendwann hier mal ein bisschen Ruhe und können uns dann irgendwann auch mal aufmachen. Und von Süden aus Bagdad erobern oder vielleicht auch immer noch von Norden aus. Ich weiß es halt nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Egal. Jo, du stirbst jetzt erstmal. Tot. Siehste, geht doch. Jo. Dann du kommst nicht mehr rechtzeitig irgendwo hin, also sabotierst du irgendein Gebäude hier in der Stadt. Und es ist gescheitert, schade. Hier lungern die Mongolen immer noch ganz schön rum um Aleppo. Oh, haben sie eigentlich jetzt Schlachten geschlagen? Es sieht fast so aus, als hätten sie schon ein paar Schlachten geschlagen gerade hier. Bin mir nicht ganz sicher.
Weg hier. Es ist spannend auf jeden Fall zu beobachten. Wer hat euch enttäuscht? Und wir werden auf jeden Fall den Sieger, also die werden sich jetzt hier schön gegenseitig schwächen und den Sieger werden wir dann einfach mit unseren beiden dicken Armeen hier erledigen. Ich finde, das ist ein ganz guter Plan eigentlich. Und ja, wie gesagt, den Plan werde ich dann auch so in die Tat umsetzen. Wie sieht es eigentlich hier hinten aus? Gut. Struppipolis kann noch mal ein paar Truppen rekrutieren. Romulus holt sich Kaufleute. Alexandria kann auch noch mal ein paar Leute rekrutieren. So ungefähr. Oh, da kannst du ein paar Leute fortbilden. Jo, wie sieht es denn dann hier im Norden aus? An der Nordgrenze. Können wir Leute fortbilden? Natürlich nicht. Dazu haben wir nicht Gebäude in der Stadt. Da müssten wir hier ein bisschen weiter was ausbauen. Hier wird noch Wann belagert. 8 Runden lang. Das werde ich nicht stürmen. Das wären mir zu hohe Verluste. Das wäre mit zu hohe Verluste, deswegen machen wir das wie gesagt nicht. Wie sieht es hier aus? Malatya ist noch in Ordnung und nicht in der akuter Gefahr. Immerhin. So. Und dich lasse ich mal Glauben hier verbreiten. Okay, dann wird hier nämlich gerade alles ausgebaut, Ortswache, damit wir hier unsere Truppen ein bisschen ausbessern können. Befehle? Ja. Eure Majestät. Befehle? Ja. So, da würde ich nämlich mal sagen, wir brauchen... Ach, die Armee ist ja schon fertig jetzt, ne? Genau. Nochmal bitte eine Art Tatonte Populei rein und dann kann diese Armee hier nach Süden gezogen werden. Perfekt. Dann brauchen wir hier jetzt nochmal ein paar, Lantinkon, würde ich sagen, die wir dann in die andere Armee reinschleusen. Und in der Zwischenzeit können wir hier zwei Kataphrakt-Armeen, zwei Kataphrakt-Trupps runterschleusen. Okay, perfekt. Dann hier noch ein paar Lantinkon und sowas. Nee, warte mal, hier rekrutieren wir tatsächlich nochmal ein paar Apps. Vardatoria oder wie die heißen. Vardariotai. Werde ich niemals ordentlich aussprechen können, könnt ihr vergessen. So, ihr nehmt es mit den Rebellen hier auf. Sehr schön. Dann gibt es nämlich noch einen Rebellentrupp, den wir erledigen müssen. Und das ist nämlich der arschigste Rebellentrupp aller Zeiten, der hier drüben. Und ich glaube, damit die nicht rebellieren, nehme ich dich noch mit. Du hast relative Loyalität tatsächlich drin. Also können wir dich da noch gebrauchen. Ja, okay. Sehr gut, dann haben wir das also soweit schon erledigt. Ah, sehr gut. Eine Jerusalemer Flotte. Haben wir sie ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob die gesunken ist oder nicht. Werden wir noch sehen. Zumindest haben wir sie erstmal in die Flucht getrieben und quasi nutzlos gemacht. Yay! Okay, dann mal ab in die nächste Runde. Okay, sie belagern unseren Hafen. Hier muss ich rasten. Meister Schwertschmiedegilde in Trapezunt, ist in Ordnung. Was haben wir ansonsten noch? Ja, wir sind langsam wieder die Reichsten. Caesarea kann aufgerüstet werden zu einer Zitadelle. Nice. Dann Basilea wird zu einer Großstadt heranwachsen. Krass. Geil, endlich. Und selbst Sertopolis wird zu einer Großstadt. Ich glaub's ja nicht mehr. Das heißt, wir verbreiten endlich so ein bisschen unsere Kultur hier unten. Okay, dann haben wir in Heraklion das Aquädukt abgebaut. Heraklion ist doch auf dieser kleinen Insel hier, genau. Kreta. Das bedeutet, Heraklion hat ziemliche Zufriedenheitsprobleme immer noch. Das wird sich wahrscheinlich nie ändern mit dem Scheiß hier. Bauen wir mal das Ikonia-Studio, weil es am schnellsten geht. Romulus hat das Bordell abgeschlossen, aber Romulus ist immer noch relativ unzufrieden. Das bedeutet, du kriegst tatsächlich nochmal das Wirtshaus reingehauen. Tieflis mit der orthodoxen Abtei. Rekrutiert mir mal einen Spion. Bei der Unruhe geht gar nicht. Dann brauchst du ein Bordell. Und Adana hat die Ballistentürme fertiggestellt. Sehr schön. Adana ist ja unsere... Genau, da ist unser Kaiser drin. Der Tyrann. Och, du Scheiße, hat der einen hohen Furchtwert. Und eine hohe Autorität. Au. Alter Schwede. Der ist heftig. Mit dem nimmt's keiner so schnell auf. Hä?
Okay, dann bauen wir mal die Pflasterstraßen oder bauen wir das für die byzantinische Infanterie? Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen die Frage. Bauen wir erstmal drei Runden lang die Pflasterstraßen. Wir wollen hier eine relativ schnelle Fortbewegung garantieren können. Okay, und dann geht's weiter. Wie sieht's denn aus bei den Mongolen? Die Mongolen haben tatsächlich mittlerweile nur noch eine große Armee. Das ist die hier. Die restlichen Armeen sind ziemlich stark zusammengeschrumpft, weil sie halt die ganze Zeit wahrscheinlich in Gemetzeln und Schlachten und sowas mit den Johannitern sind. Müssen wir um diese Gewässer kämpfen? Dann war hier irgendwo ein Hafen blockiert, genau da unten. Ja. Wir greifen auf euer Zeichen an. Es hat sich erstmal erledigt, auch wenn sich die Flotte zurückgezogen hat und nicht geschlagen wurde. Hier ist die Frage, wir belagern weiter, okay. Und dann haben wir, hier, genau, da ist er. Der feindliche Erbe. Mittlerweile, oh, jetzt ist er natürlich schwieriger zu erledigen, weil es ein Erbe ist. Das heißt, wir machen hier weiter ein bisschen Kleinvieh tot. Geht ja auch in Ordnung. Okay. Dann dich hier hochbewegen, dann kannst du hier perfekten Überblick erhalten. Und, ja, haben wir noch irgendwo Attentäter? Tatsächlich nicht, hier haben wir noch einen Attentäter. Mach mal einen Philipp platt, genau. Oh, die Frage ist, wohin hat sich die Armee hier zurückgezogen, die hier noch oben rumstand? Die ist weg, nämlich. Das ist ja merkwürdig. Wer hat euch enttäuscht? Töt mir mal den Hauptmann. Echt jetzt für gefehlt? Okay, wir erledigen hier unten wieder die Missionare. Du holst hier nochmal einen schönen Söldnertrupp, genau. Sehr gut, okay. Und den Trupp löst er hier auf. Ist schon in Ordnung. Jo, dann haben wir noch einen Attentäter. Und noch einen Spion. Den Spion lassen wir mal drin. Den Attentäter behalten wir mal in der Nähe. Nennt mir den Feind, Herr. Ja, marschiere. Ach, da ist die Armee also hingezogen. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Ihr könnt jetzt diese Länder überblicken. Ja, super, dann stehen wir jetzt genau zwischen den Türken und dem Königreich Jerusalem, die sich eigentlich jetzt hätten kloppen können. Ja, aber okay, geht schon in Ordnung. Jo, du, mein Freund, ab mit dir nach... Oh Gott, sind da viele Truppen bei Ascalon. Hä? Machst du Hinterhalt? Bewegung! Marschiert! Vorwärts! Machst du Hinterhalt? Bewegung! Nö, okay, kein Bock auf Hinterhalt. Na gut, dann bleiben wir einfach hier stehen und warten auf unseren sicheren Tod. Yay! Du bleibst hier stehen und spionierst eine feindliche Armee aus. Ich bewege mich heimlich. Möchte mal wissen, was die so da drin haben. Mhm. Okay, geht in Ordnung. Was wünscht ihr? Na denn? Ja, mein Herr. Hier werden wir dem Feind entgegentreten. Das ist eine fette Kavallerie-Armee. Ein Glück haben wir unsere fette Kavallerie-Armee rausgeholt, die wir nach dieser Gefecht wahrscheinlich zurückziehen müssen. Aber egal, es ist unsere fette Kavallerie-Armee gegen ihre fette Kavallerie-Armee. Wir werden sehen, welche fette Kavallerie-Armee wesentlich fetter ist. Höchstwahrscheinlich unsere, denn wir haben Kataphrakte. Das sind die fettesten, fettesten Armeen. Aber er ist ein besserer Kommandant. Wir werden sehen, ob unser Kommandant die Moral unserer Truppe hochhalten kann. Denn immerhin sind wir ja natürlich Römer. Wir sind das Byzantinische Reich. Uns kann eigentlich keiner was. Das heißt, unsere Truppen sollen sich mal nicht so haben. Jo, wir haben natürlich leider in dieser Armee sehr viel Infanterie. Der große Vorteil ist, dass es byzantinische Speerträger sind. Das bedeutet, dass sie sich schon recht gut wehren können. Wir haben ein bisschen Infanterie, eine Schwertkampfinfanterie, die beiden. Die werden sich jetzt mal zurückziehen. Denn hier sind übrigens die abgesessenen Landingkorn. Alter, seht euch das mal an hier. Boom, Lamellenpanzer. Und hier sind die... Das sieht jetzt heftig aus. Das ist, mit denen möchte es doch kein Schwein aufnehmen. Jetzt mal ganz im Ernst. Genauso wenig wie mit den Alanen. Alamannen. Guckt euch mal die Alamannen an, ey. Oh, das ist heftig. Das ist geil. Okay, ab hinter den General mit euch. Ihr seid die absolute Leibwache des Generals. Ihr hättet schon drei Leibwacheinheiten im Endeffekt. Dann unsere Speerträger in die Mitte.
wie gesagt, die werden es mit den feindlichen Truppen dann aufnehmen. Also mit den feindlichen Kavalleristen. Ich meine, guckt euch mal die Panzerung an hier. Von unseren Speerträgern. Das ist ordentliche Panzerung, kann man sich geben. Und dann kommt natürlich die Kavallerie. Also wir haben 3, 4, 5, 5, 6 Nahkampf-Kavalleristen. Das bedeutet, wir werden wir so folgendermaßen sortieren. Euch 3 auf die Flanke und euch 3 auf diese Flanke. Jo, dann haben wir natürlich noch einiges an Fernkampfkavallerie, die würde ich mal sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 1, 2, 3, 4 auf die eine Flanke. Und die restlichen auf die andere Flanke. Ungefähr so, perfekt. Dann werdet ihr erstmal in Gruppen gemacht, damit ich euch ordentlich bewegen kann. Und wir haben eine Kavallerie vergessen, weil ich die nicht richtig markiert habe. So, perfekt. Dann würde ich mal sagen, let it rip und lasst die Spiele beginnen. Und hoffen wir, dass wir gewinnen können. Beziehungsweise seien wir uns sicher, dass wir gewinnen werden. Also ich bin mir zumindest relativ sicher, dass wir das hier reißen werden. Wir werden ja sehen, ob es klappt oder auch nicht. So, ich setze dann schon mal die Angriffsbefehle so ein bisschen. Machen wir ganz kurz Pause dafür. Unsere Truppen schön das Tal überblicken können, dass sie gleich reinreiten werden. Okay. Dann haue ich euch mal raus. Und ihr reitet hier so rum. Während ich euch auch mal raushaue und ihr reitet hier so rum. Okay, Pause beendet und dann viel Spaß dort unten, meine Kleinen. Und dann setzen wir auch mal unsere Infanterie mit rein, wa? So, na kommt schon. Ab ins Gefecht hier, genau so will ich das haben. Und da reitet unsere Kavallerie hinüber über die feindliche Kavallerie und macht sie komplett alle. Unsere Bogenschütze-Kavallerie reitet dann in den Rücken der Feinde, um dort die fliehenden Truppen auszuschalten. Ihr sollt übrigens rennen. Ich meine, wie oft soll ich das eigentlich noch befehlen? Ich weiß es nicht. Scheinbar haben unsere Leute gar keine Lust zu reiten, als zu rennen, als zu galoppieren oder wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte. Kommt schon, rauf da! Nein, 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 ihr sollt weiter angreifen. Ah! Okay. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. So, dann mal Angriff da, auch wenn es gerade die Alamannen sind, die da gegen Königreich Jerusalems Reiter kämpfen. Egal. Der General schafft es tatsächlich mit seiner Leibwache hier, unsere Plänkelkavallerie anzugreifen. Da wird er ja sehen, was er davon hat. Ihr seid im Plänkelmodus, ihr Pfeifen. Ah! Okay, unsere Leute entkommen, aber doch. Die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Und wir müssen wieder viel zu hohe... Scheiße, die gewinnen das auch noch? Wir müssen wieder viel zu hohe Verluste hinnehmen. Hauptsächlich wahrscheinlich auch, weil ich einfach keine weiteren Angriffsbefehle erteile. Okay, das heißt, hier haben wir eine Kavallerieeinheit wahrscheinlich gleich verloren. Geht mal auf die hier und hört auf, weiter gegen die Leute zu kämpfen. Die feindliche Kavallerie kann sich aber auch jederzeit offensichtlich aus dem Kampf zurückziehen, was natürlich wieder mal das alte Problem darstellt. Wie sieht es hier beim feindlichen General aus? Okay. Wird immer noch schön beschossen. Perfekt.
Jo, das läuft. Der feindliche General ist damit also, hat sich damit selbst ins Außenmanöver katapultiert. Sehr schön. Ah, da flieht unsere abgesessene Lantinkon. Ja. Ja, wie gesagt, weil die feindliche Einheit konnte sich auch locker aus dem Kampf rausziehen. Ohne Probleme. Genauso die Sergeants hier, die Sergeants eigentlich. Ja, die eigentlich, wie man eigentlich sagen müsste, im Kampf waren. Aber das ist ihnen jetzt mittlerweile scheißegal. Die auch wieder mitten aus dem Kampf zurückziehen, ohne Verluste. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe Total War an sich dafür, dass die KI überhaupt nicht übervorteilt wird. Das finde ich halt schön. Der feindliche General, dieser Feigling, flieht vorwärts und brecht den Kampfgeist seiner Armee. Ja, genauso wie er unseren Kampfgeist gebrochen hat. Der Herr über uns ist gütig. Wir haben den feindlichen General gefangen. Nice. Das wird den feigen Hund lehren. Immer etwas. Kann er ruhen. Okay. Der Feind flieht von der Schlacht. Das heißt, wir haben die Schlacht schon mal gewonnen. Endlich. Unter hohen Verlusten. Das heißt, die Armee wird sich jetzt erstmal zurückziehen müssen aus dem Bereich, aus dem Jerusalemer Einflussbereich. Was natürlich ein bisschen scheiße ist, bedeutet nämlich, dass Jerusalem natürlich die Zeit nutzen kann, die wir hier brauchen, um unsere Armee vorzubilden und eine weitere Armee aufzubauen. Ich hoffe allerdings trotzdem mal, dass der Schaden, den wir angerichtet haben, ausreicht. Wäre es nicht die KI, wäre es ein menschlicher Spieler, hätten wir natürlich einen ordentlichen Schaden angerichtet, weil der menschliche Spieler nicht so viel Geld haben wird, wie wir haben, um sich schnell die neue Armee zusammenzuschustern. Ist natürlich die KI, das heißt, die KI hat sowieso endlich viel Geld, also kommt es darauf nicht an. Ja, auf jeden Fall sind die Gegner hier schon mal wesentlich härter als unsere Leute. Mit ihrer Rüstung und so einem Kack. Und mit unserer schlechten Taktik halten sie echt viel aus. Alter, unsere Archonte Populei, wie viele Verluste die hinnehmen mussten. Wow. Heftig. Ich hätte gedacht, dass die ein bisschen mehr reinhauen. Vor allem im Vergleich zu den Rittern. Wenn wir vergleichen wollen. Okay, die haben... Tatsächlich sind unsere Archonte Populei nicht besser als die, Ritter von Tripolis. Das ist interessant. Ich dachte eigentlich, die hätten ein bisschen mehr Schaden, aber tatsächlich haben die weniger Schaden, also gleich viel Schaden. Die gesamte Christenheit wird den Sieg, den sind also gar nicht mal so gut, was ein bisschen schade ist, wie gesagt. Werden wir sehen. Okay, wir richten natürlich alle Feinde hin. Bin ja der Meinung, dass der Mann hier eine Beförderung verdient hat, aber okay, hat er scheinbar nicht. Dann ab mit die nach Jerusalem, Alexandria. Auf dem Weg, mein Herr. Ja? Ja, Herr. Jo, du stehst mal hier, um zu bewachen. Lass mich zuschlagen, Herr. Und ich würde mal sagen, wir können hier nämlich die Truppen direkt wieder rekrutieren, was ein bisschen einfacher das Ganze machen würde. Das heißt, wir merchen jetzt mal ein bisschen. Ne? Klingt doch geil. Eure Majestät. Ja. Ja, unsere Fernkampfkavallerie hat natürlich nicht so viele Verluste hinnehmen müssen. Ist klar. Befehle. Was bedeutet, okay, wir ziehen euch jetzt hier. Befehle. Ihr könnt noch zusammengezogen werden. Eure Majestät. Befehle. Okay, also alle geschwächten Truppen. Ja. Eure Majestät. Ja. Im Endeffekt die hier. Werden nach Alexandria geschickt. Ihr seid also nicht weiter geschwächt. Dort werdet ihr fortgebildet. In Alexandria. Scheiß mir auf die Fortbildung der Truppen hier. Rekrutieren nochmal einmal Archonte Populei. Eure Majestät. Haben dann drei Kataphrakteinheiten wieder. Holen uns noch ein paar Speerträger. Die sind wesentlich wichtiger gegen die feindlichen Truppen hier an der Stelle. Holen uns noch ein paar Speerträger dazu. Und, okay, Timer sagt gerade, ist vorbei. Werden wir gleich warten und dann rekrutieren wir noch ein paar Lantinkon. Ungefähr so. Dann dürfte sich die Armee wieder aufgebaut haben. Was wünscht ihr? Und dann werden die beiden hier ein bisschen zusammen rum durch die Gegend äumeln. Okay. Schön. Dann war das schon mal recht erfolgreich. Wir haben keine einzige Stadt erobert.
aber ein paar schöne Schlachten geführt, was immerhin auch schon mal von Vorteil ist. Also wir haben zwei Jerusalemer Armeen vernichtet, wir haben ihren Erben und, also ihren Herrscher, ihren König und danach nochmal ihren Erben getötet. Das Problem, wie lautet was schon ein bisschen peinlich ist. Und ja, jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir auch ihre restlichen Leute natürlich erledigen. Hier ist noch ein Familienmitglied. Hier könnte der Anführer... Ich weiß echt nicht, wo der Jerusalemer Anführer rumlungert. Das wäre mal gut zu wissen. Wahrscheinlich hockt er in Ascalon. Nee, er ist kein einziger Anführer. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Christopher ist ein Familienmitglied. Hier könnte er halt sein. Du bist ein Familienmitglied. Jerusalem hockt auch keiner rum. Vielleicht auch irgendwo anders. Hier nicht. Ja, wahrscheinlich hocken sie alle in der Wüste rum, diese ganzen Jerusalemer Familienmitglieder. Werden wir sehen. Ich hoffe, wie gesagt, dass dieser Part euch das soweit gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir dann mal hoffentlich ein bisschen mehr Gebietszuwachs verzeichnen können. Auf Kosten natürlich Jerusalems. Und ja, dann, wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.